Wunderschönen guten Nachmittag. Wir machen heute etwas Systeme und zwar haben wir dort über Netze gesprochen. Genauer, wir haben über die Klassifizierung der Netze gesprochen und zwar geht es da vor allem um die Größe der Netze, um ihre Ausdehnung. Also wie weit kommen wir, wie groß ist die Reichweite eines Netzes. Und ja, da hat es früher immer so drei Teile gegeben, eine Dreiteilung. Also entweder hat man vom LAN gesprochen, also Netzwerk irgendwo im Gebäude, im Haus, vom MAN, das Netzwerk, ja, das eben dann ein bestimmtes Gebiet abgedeckt hat, oder eben die großen Netze, die WANs. Das war die klassische Abdeckung. Heute schaut es so aus, heute hat man zumindest mal diese Netzwerkklassen. Vielleicht haben wir in Zukunft auch noch mehr, gell? Schauen wir mal, das Kleinste. Das Kleinste ist das Body Area Network. Und wenn wir da mal aufmachen, das haben wir schon diskutiert, gell? Das Body Area Network, das ist eben ein Netz, das wir in uns tragen oder auf uns tragen. Gell? Also das kann uns jetzt auch beängstigen, aber ja, es gibt schon Anwendungen. Gell? Also es gibt wichtige Dinge und zwar das Wichtigste, das ist wahrscheinlich der medizinische Einsatz. Und wenn wir da so an den kardiologischen Bereich denken, es gibt schon lange, jahrzehntelang die Herzschrittmacher, weil es gibt aber Herzschrittmacher, die sind heute vernetzt, gell? Also damit kann man dann mehr erreichen, mit denen kann man dann sprechen, man kann sich austauschen, man kann fragen, wie es dort ausschaut, gell? Man kann eine neue Konfiguration machen und das alles über das Netzwerk dann, gell? Also wireless, gell? Also kein Kabel, der da aus uns rauskommt, gell? Und ja, also wireless Kommunikation, gell? Wir können auch heute vielleicht wireless irgendwo einen Energiespeicher wieder laden können. Auf jeden Fall ist der medizinische Einsatz der wichtigste. Und zwar nicht nur in der Kardiologie, vielleicht ein anderer Einsatz sind die Hörgeräte. Weil Hörgeräte sind heute anpassbar, konfigurierbar, der Benutzer kann sie im Betrieb dann noch ja, der jeweiligen Situation anpassen und hat damit dann ein wesentlich besseres Hörerlebnis, wie man sagt. Gell? Oder ein anderer Bereich ist der Bereich der Prothesen. Gell? Wenn wir heute, ja, es kommt seltener vor zum Glück, gell? Also Krieg ist für uns schon lang vorbei, aber es gibt Gebiete auf der Welt, da gibt es viele Invaliden und ja, Kriegsinvaliden und denen versucht man dann eben neue Beine oder neue Arme zu machen. Bei uns gibt es weiter viele Arbeitsunfälle in Südtirol und dann ist eben dieser zivile Bereich ein wichtiger Bereich der Prothesen und eine Prothese kann angepasst sein, dass sie angenehm ist, aber es gibt in den letzten Jahren oder ja, 10 Jahren auch Entwicklungen, wo man eben Prothesen dann mit uns integriert, dass wir also Prothesen ansteuern können und das braucht dann eben etwas mehr und doch braucht man dann auch eine Verkabelung, gell? Oder etwas aus dem Bereich, kann medizinisch oder Sport sein, also wir können einen Sensor, einen kardiologischen Sensor auf uns tragen, auf der Brust tragen und wir können den dann lesen, gell? Und aber lesen tun wir dann vielleicht auf der Armuhr, gell? Also alles Netze auf uns oder in uns, gell? Das sind also Bereiche, die wir da haben. Und ein anderer Bereich, also streng medizinischer Bereich, ist der Bereich des Sports, gell? Also der Sport kann sehr viel bewegen und wenn wir da schauen, also die Sportler brauchen auch die ganze kardiologische Geschichte, aber sie brauchen auch Sensoren, die ihnen vielleicht bei einer Optimierung ihrer Bewegungen helfen, also Optimierung ihrer Positionen. Gell? Also wenn ein Skifahrer sich in den Windkanal stellt und damit ja, seine beste Position für die Abfahrt sucht, gell? Dann wird er mit Sensoren bestückt und dann wird aufgezeichnet, wie er sich dort verhalten hat und man kann das dann analysieren, auch live betrachten und das Ganze ist dann etwas, was ihm helfen kann, gell?
Ja, was haben wir da alles? Also wir haben bestimmte Leistungen, Leistungen mit dem bestimmten Durchsatz, also Übertragungsgeschwindigkeiten. Das ist vielleicht in Bahn nicht so essentiell, weil also wichtig ist, dass die Geräte antworten, dass man also, wenn man mit dem Herzschrittmacher da kommuniziert, dass man da auch ein Feedback bekommt und dass er also das auch umsetzt, was wir ihm sagen, und nicht, dass er dann sagt, ah, machen wir eine halbe Stunde weiter oder so. Nein, das geht nicht, gell? Also, okay, also es ist nicht sehr kritisch, was die Leistung betrifft, aber bestimmte Ansprechzeit braucht man schon, gell? Wichtig bei diesen Geräten im Bahn ist, dass wir oft energiekritische Situationen haben, gell? Also Herzschrittmacher sollte ja lang funktionieren, gell? Und so auch an, ja, das Hörgerät, gell? Also die Knopfbatterie, die man da täglich ausgetauscht hat früher oder so, weil also das ist schon nicht fein, gell? Also die Energie ist etwas sehr, sehr Kritisches im Bahn. Okay, ja, wir sehen da, Wikipedia spezifizieren sie, sie sagen ja, das ist eigentlich Wireless Body Area Network, gell? Meistens schon, natürlich in der Neurologie oder so können wir dann auch eine Vernetzung von Sektoren. Sensoren haben, die auch verkabelt sind, aber natürlich im Alltag haben wir es wireless, gell? Ja, es gibt dann Geräte, die sind im Bahn, aber kommunizieren dann eigentlich nach außen, und solches Gerät sind unsere smarte Uhr, gell? Also die smarte Uhr, die können wir auf uns tragen, gell? Aber sie kommuniziert eigentlich nach außen, ist also so ein Gerät, ja, in einer Schnittstellenposition. Geil, also die smarte Uhr kann dann auch bestimmte Sensorikdaten lesen, geil, aber sie kommuniziert auch nach außen. Die Frage ist jetzt, ja, was ist denn außen, geil, wo geht es denn hin? Also hin geht es also dort, wo man was lesen kann, geil, wo man Wireless-Verbindungen hat. Und wenn man die nächste Netzwerkklasse betrachten, das ist dieses Personal Area Network. Geil. Ja, ich will auch da noch was zeigen. Das haben wir ja, in unserem Moodle. Da haben wir eine Übersichtstabelle. Gell? Jemand würde sagen, es ist ein Schwindelzettel, gell? Oder jemand anders sagt, es ist eine Lernlandschaft. Gell? Das ist einfach eine Zusammenfassung dieser Dinge da. Gell? Wie schaut denn das aus? Ja, wer es drucken will, ist eine Übersicht mit diesen Netzklassen und ihren wichtigsten Eigenschaften. Gell? Ja, kommen wir zu dieser Tabelle. So schaut sie aus, gell? Und dort haben wir ein paar Dinge aufgeschrieben, gell? Okay, nächste Klasse, das Personal Area Network. Das Personal Area Network ist eine Netzklasse, die es ursprünglich auch nicht gegeben hat. Und zwar ist es die Netzklasse der Netze, die wir mit uns herumschleppen. Weil also nicht ein Netz, das es in uns gibt oder das es auf uns gibt, sondern ein Netz, das wir herumtragen können. Gell? Es ist persönlich, gell? Also Geräte, die uns gehören und die wir dann oft auch exklusiv benutzen, privat und eben mobil. Mobil, wir können dieses Netz mitnehmen. Und ja, was wird denn jetzt hier das Wichtigste sein? Wir haben es gesagt, gell? Also das wichtigste Gerät ist unser Streichelcomputer, gell? Also da so schöne ältere Modelle oder jüngere, neue, gell? Also da so, okay, wir haben ja gesagt, gell? Die aus Applehausen kommen, gell? Und ja, auf jeden Fall. Diese Smartphones, die sind also die zentralen Geräte geworden. Andere Geräte, die wir mit uns herumtragen und die wir vernetzen, gell, das könnte ein Gateway sein in den, ja, Mobilfunkbereich eben. Also da könnte man so einen 3G, 4G oder auch heute 5G-Router mit uns herumtragen, mit dem wir dann mehrere Geräte vernetzen können. Gell. Ist heute auch nicht mehr so modern, weil heute machen wir das alles mit einem Hotspot. Okay. Ja, aber andere Geräte sind eben solche Sachen wie eben das Tablet oder
ein Gerät, das sowohl im Personalia Network zu finden ist und einzuordnen ist, als auch eventuell im LAN, ist unser Notebook. Weil unser Notebook ist mobil, wir können ihn herumtragen, weil er ist dafür entwickelt worden, aber er kann auch gleichzeitig ein vollwertiges Gerät im LAN sein. Also nicht nur ein Gerät im Personalia Network, sondern auch ein Gerät im LAN. So, was haben wir noch für Eigenschaften im Personalia Network? Gell? Also, außer dass es mobil ist und dass man es herumtragen kann. Gell? Also meistens, gell, hier erzählt Wikipedia alles Mögliche auf, was man da machen kann. Gell? Also meistens hat man da heute schon eine Wireless-Technologie. Gell? Man hat früher dann auch vielleicht ein Handy und ein Laptop mit USB verkabelt, macht man heute selten. Aus FireWire ist in Vergessenheit geraten, gell? Und ja, Bluetooth oder Infrarot, gell? Ja, gibt es, hat wichtige Eigenschaften, gell? Bluetooth, ja, mehr als Infrarot, aber die erste Technologie, die eingesetzt ist, die wichtigste, ist die Wireless-Technologie, gell? Also die mobilen Geräte können heute Vernetzung anbieten und sie vernetzen ihn mit derselben Technologie wie auch das Wireless im LAN. Der größte Unterschied dabei ist die Leistung, also die elektromagnetische Leistung und damit auch die Reichweite. Also ein Personal Area Network ist eben für, den, ja, für, den, für das eigene Umfeld geplant. Und wenn wir heute einen Hotspot eröffnen, dann leistet er nicht so viel wie ein Router, den wir vielleicht zu Hause haben. Gell? Also ein Router ist dazu gedacht, dass er eine ganze Wohnung abdecken kann. Ein Hotspot auf dem Handy vielleicht nicht unbedingt. Gell? Also da ist also die Abdeckung einfach etwas kleiner. Ja, wie schaut es mit der Leistung aus? Die Leistung ist heute überraschend gut geworden, wenn man heute Smartphones, jüngere Smartphones haben, gell, haben wir also auch diesen neuen 802.11ac Standard, gell, also wir können da hunderte von Megabit pro Sekunde dann übertragen oder sogar hin, bis hin zu Giga fast, gell. Also wir haben da eigentlich eine gute Leistung und man kann mit der Leistung, die wir geboten bekommen, eigentlich alles machen, was wir mit einem Personal Area Network machen wollen. Gell? Also im Unterschied zu LAN reicht es eigentlich schon immer aus. Gell? Ja, das ist da eigentlich zum Personal Area Network. Gell? Also wichtigste Eigenschaft, es ist persönlich und es ist mobil. Und wenn wir da mal reinschauen, ja, da haben wir eigentlich ja, noch ein paar Beispiele haben wir da, gell? Also mobile Drucker. Gibt es heute seltener, weil man eben weniger druckt als früher. Mobile Netzwerkfestplatten haben wir da auch, gell? Also lauter so tolle Sachen. Ja, Personal Area Network. Kommen wir weiter. Das nächstgrößere Netzwerk ist für viele von uns dann vielleicht das Wichtigste, das Local Area Network, das LAN. Das LAN war ursprünglich in der Netzwerkklassifizierung das kleinste Netz, gell? Bevor wir über Bahn und Bahn gesprochen haben. Das Local Area Network ist ein Netz, das ein Gebäude, eine Wohnung, ein Büro mit Netzwerk versorgen kann, weil also das kann also klein sein, wenn es ein kleines Büro oder eine Wohnung abdeckt, oder es kann auch groß sein. Gell? Also wir können damit auch ein größeres Gebäude versorgen. Gell? Also es kann das LAN der Schule sein. Gell? Also die Schule ist dann nicht mehr ganz klein, aber es gibt dann noch größere Netze. Also die Schule ist nicht das größte Gebäude, das wir uns vorstellen können. Also haben wir zwischen etwas kleineren und doch nicht so kleinen Netzen sehr, sehr, sehr viel enthalten im LAN. Aber was ist denn da wichtig? Also das ist gebäudegebunden. Das LAN, das kann nicht spazieren gehen, also außer wir haben ein Haus, das wir mitnehmen. Also das ist dann auch so eine Sache. Aber das Netz, das wir mitnehmen, also es könnte im Camper sein, könnte auch im Auto sein. Und diese Netzwerkklasse, ja, von der sprechen wir eigentlich noch nicht, aber vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren davon, dass es auch das Auto Area Network gibt, gell? Also das Netzwerk,
das nicht hosentaschentauglich ist, das wir also nicht mit uns herumschleppen, das aber an zum Beispiel ein Auto oder ein Camper oder so etwas versorgt und mit dem wir herumfahren können. Gell? Also das da kann durchaus sein, dass das da irgendwann mal dann auch hier gelistet wird. Ja, Local Area Network ist also gebäudegebunden. Und ja, und wenn es gebäudegebunden ist, dann ist dann auch noch ein Netz, das privat ist. Gell? Also jemand, der das Netz installiert, ist dann auch der, der über das Gebäude verfügt. Gell? Also wir können zu Hause ein Netz installieren in unserer eigenen Wohnung oder in unserem eigenen Haus. Gell? Wir dürfen nicht zum Nachbar gehen und beim Nachbar drüben Networking machen, weil also das geht nicht. Gell? Also es gibt auch jemand, der macht ein Wireless-Netzwerk für die Wohnung und der teilt es mit dem Nachbar. Gell? Also das geht nicht. Gell? Also rechtlich ist das nicht korrekt. Gell? Also wer die Nutzerbedingungen zum Beispiel der Internetzugänge der großen Anbieter, der großen Provider eben auch durchliest, da steht, dass das eine exklusive Benutzung darstellt. Gell? Also das können wir zu Hause, im privaten Bereich, in der Familie benutzen. Gell? Also wenn wir das im Betrieb haben oder in der Schule haben, dann können wir das als Betrieb benutzen, als solches Netz, gell? Oder in der Schule, aber wir können es nicht mit den Nachbarn teilen, das geht nicht. Gell? Und so ist eben das Netzwerk des LAN als privates Netzwerk gedacht. Gell? Also zu Hause, gell? Zu Hause seid ihr oft die Administratoren, ihr verwaltet dieses Netz. Gell? Oder wenn wir auch im Betrieb sind, im Betrieb ist dann so, dass es dann jemanden gibt, der ist dann verantwortlich, gell? Also der Inhaber des Betriebs, gell? Oder in der Schule. In der Schule ist schlussendlich die Frau Direktor verantwortlich darüber, was in der Schule passiert, also auch über das Netz. Gell? Aber die Frau Direktor verwaltet das Netz nicht. Gell? Also sie ist zwar dann schlussendlich schuldig für alles, was in der Schule passiert, aber die Verwaltung macht jemand anders. Gell? Also ja, da haben wir Leute, die sich dann um das Netz kümmern. Und ja, das ist dann ihre Aufgabe. Gell? Und viele, auch aus unseren Reihen, die wir hier in der Klasse sitzen oder heute eben nicht in der Klasse sitzen, sondern zu Hause sitzen, die werden in Zukunft vielleicht auch sowas machen, weil also im administrativen Bereich arbeiten. Und wenn man da mal so zusammenzählt, wie viele Leute wo arbeiten, dann ist das Local Area Network, also das LAN, das wichtigste Netzwerk für die Administratoren, die unser Haus als Absolventen irgendwo verlassen haben. Gell? Also im Bereich des Bahn, Road Area Network, gell, da haben wir einen sehr, sehr kleinen Anteil von Leuten, die dort arbeiten und sind sehr spezialisiert. Die haben dann ja auch vielleicht medizinische Informatik etwas gemacht, gell? Oder wenn sie es anwenden, sind sie vielleicht Mediziner und weniger Informatiker, gell? Oder sind Medizintechniker. Gell? Hingegen im Bahn ja, sind noch weniger würde ich nicht sagen, aber es sind auch nicht viele Leute, die im Bahn arbeiten. Gell? Das sind häufig dann die, die auch die Telefone verkaufen oder reparieren. Gell? Oder es sind die, die euch fragen, ja, sagen wir ja, du kennst dich aus da mit der Informatik, gell? Wieso geht denn das Telefon nicht? Gell? Warum kann ich mich nicht verbinden da? Gell? Okay, also da mit dem Bahn ist so eine Sache, gell? Aber im LAN haben wir im privaten Umfeld ja, sehr viel Hausmannskost, also jeder schaut da für sich, dass er es zum Laufen kriegt oder er fragt da jemand, gell? Aber im betrieblichen Umfeld sind viele Leute, die da in dem Bereich arbeiten, gell? Also könnte in Zukunft eure Arbeit darstellen, gell? Ja, das LAN, gell? Also privat, es gehört jemand, gell? Es kann also euer berufliches Umfeld werden, gell? Und es ist eben innerhalb eines Gebäudes oder einer Wohnung oder eines Büros, gell? Kommen wir dann noch zur Technologie, gell? Also während wir gesagt haben, im Bahn und im Bahn haben wir vor allem die Wireless-Technologie,
haben wir im LAN mehrere Dinge. Gell? Also es gibt auch die Wireless-Technologie, vor allem im privaten Bereich. Gell? Also die Wohnungen sind ja zu einem sehr hohen Prozentsatz mit einer Wireless-Technologie vernetzt. Gell? Also seit wir die ADSL-Technologie bekommen haben, ist es eigentlich dann immer häufiger der Fall gewesen, dass man mit der ADSL-Leitung dann auch einen Router eben angeschafft hat, also einen ADSL-Router, oder später ist dann eben so ein Fibach-Router geworden, oder VDSL, sagt man eigentlich nicht, aber es ist VDSL, oder es ist eben dann Fiber to the Home, gell, und sehr oft ist das Gerät, das uns den Gateway hinaus ins Internet schafft, gell, auch das Gerät, das uns den Router darstellt für zu Hause und das Netzwerk zur Verfügung stellt, gell. Und ja, das ist vor allem zu Hause. Im betrieblichen Umfeld haben wir da schon ein bisschen Vielfalt. Gell? Also wir sind ja Südtirol, ein Land der Touristen, wenn sie auch jetzt viele nach Hause gefahren sind, nach den Vorkommnissen letzthin. Gell? Aber doch, es gibt viele, viele Beherbergungsbetriebe und gerade Touristen aus dem Ausland lieben es, wenn sie bei uns oder wo auch immer sie Urlaub machen, dann auch ein Netz bekommen. Und am liebsten ist ihnen, wenn es ein Wireless-Netz ist, gell? Also damit sie mit ihren Handys und Tablets dann einsteigen können, gell? Und nicht nur mit einem Computer über Kabel oder so. Gell? Also Wireless ja, zu Hause oder auch im Betrieb. Aber jetzt kommen wir zum Problem. Das Problem von Wireless ist irgendwo die Bandbreite. Gell? Die Bandbreite im Wireless, die scheint zwar sehr hoch zu sein, und vor allem auch mit den jüngsten Standards, gell, da haben wir dann hunderte von Megabits oder auch Gigabit, aber die teilen wir uns. Gell. Also das heißt, dass die Geräte, die im Netz sind, sich diese Bandbreite dann einfach teilen müssen. Also die steht nicht jedem zur Verfügung. Und ja, da ist Kabel dann schon eine andere Sache. Gell. Also mit dem Kabel, dort kommen wir einmal weiter. Gell. Also auch bei großen Gebäuden wie unsere Schule kommen wir mit dem Kabel sehr weit. Gell. Aber wir haben dann auch diesen zweiten Vorteil, den Vorteil, dass wir die Bandbreite parallel haben können. Gell? Und da haben wir eben dann, wenn wir entsprechende Infrastruktur im Netz haben, ein entsprechendes Backbone, wenn wir so wollen, dann haben wir auch sehr gute Leistungen. Wir können also die Leistung der Kabel addieren. Und das da ist dann schon eine tolle Sache. Gell? Und ja, gerade dort, wo man mit Rechnern arbeitet und einen Dateiserver dann auch stehen hat und vielleicht nicht nur einfach nur den Internetzugang zur Verfügung stellt, wie man das ja für die Gäste im Hotel macht, gell, sondern wo man dann effektiv die Dateien irgendwo liegen hat mit dem Dateiserver und dann auch viele Daten hin und her schiebt, dort ist das verkabelte LAN dann eines der wichtigsten Sachen. Gell. Ja, welche Technologien haben wir? Wir haben einmal das Kupferkabel, Twisted Pair, gell, also das mit dem RJ45 Stecker, gell, wenn wir da mal, gehen wir mal schauen, also haben wir dann RJ45 Twisted Pair Kabel, also das ist der Kabel, den wir am häufigsten verwenden, gell. So, wie schaut es aus, da schreiben Sie viel, wir suchen ein Bild, von allen zu viel dabei. Okay, ja, die sind's, gell? Okay. Ein klassischer solcher Kabel. Also eine solche Verkabelung, die es seit 25 Jahren oder so überall gibt. Das ist die Verkabelung, die am häufigsten eingesetzt wird. Und was kann die? Eine solche Verkabelung kann maximal 100 Meter weit fahren. Gell? Also wir können hier 100 Meter Kabel verlegen. Und 100 Meter, das scheint eigentlich recht gut. Gell? Also für die Wohnung würde es auf jeden Fall ausreichen, weil auch in den meisten Büros würde es auch reichen. Aber wenn wir unsere Schule betrachten, dann reicht es nicht mehr. Gell? Also wenn wir von unserem Serverraum im zweiten Stock bis im Turm hinten ein Kabel verlegen wollen, da kommen wir mit den 100 Metern nicht hin. Weil also wir könnten vielleicht im Hauptgebäude starten vom zweiten Stock
das Hauptgebäude schon abdecken. Gell? Aber eben nicht der ganze Bereich hinten der Werkstätten und des Turms mit den Labors oder die Turmhalle. Gell? Also da sind wir über alle Grenzen drüber. Und ja, und so gibt es eine andere Technologie, das ist die Technologie der Lichtwellenleiter. Glasfaser sagen wir auch oft. Gell? Und mit den Lichtwellenleitern oder Glasfasern, da fahren wir weiter. Gell? Also da kommen wir, und da gibt es eben auch mehrere Netzwerkklassen, da gibt es eben typisch also bis 500 Meter, hat man gedacht, es geht gut für Gebäude, gell? Also es geht auch meistens gut, also man hat erst in Dubai da so ein solches Gebäude, das 800 Meter hoch geworden ist, gell? Aber normalerweise reichen 500 Meter. Und bei uns in der Schule hat man das dann auch so gemacht, also man hat im zweiten Stock im Serverraum zentralen Switch und hat die sekundären Switch, die irgendwo im Gebäude verteilt sind, dann über Lichtwellenleiter verbunden. Gell? Und das ist eine feine Sache, damit kommt man eben weiter als 100 Meter und die 500 Meter, die reichen für uns. Und ja, man kommt nicht nur weiter, mit den Lichtwellenleitern kann man auch höhere Übertragungsraten eben schaffen. Gell? Also es geht auch schneller. Und so hat man in unserer Schule vor über 20 Jahren ein solches Backbone mit Lichtwellenleitern erstellt und hat damals schon Gigabit Ethernet verlegt. Gell? Also hat man die verschiedenen Labors mit dem Serverraum mit Gigabit Ethernet verbunden und hat damit dann entsprechend höhere Leistungen erreicht. Gell? Die Twisted Pair Kabel, also die Kupferverkabelung, die hat vor 25 Jahren typischerweise 10 Megabit pro Sekunde gehabt, dann ist man da sehr schnell zu den 100 Megabit pro Sekunde gekommen und hat dann immer von Fast Ethernet gesprochen, gell? Also 100 Megabit pro Sekunde, weil also so mal circa 10 Megabyte pro Sekunde, das war schon sehr, sehr schnell, gell? Aber ja, dann hat man mit Gigabit Ethernet schon gearbeitet und jetzt gibt es eben seit 20 Jahren dieses Gigabit Ethernet, auch für Twisted Pair, und das ist das, was man heute am häufigsten einsetzt. Wenn man heute also eine Verkabelung macht mit Kupfer, also Twisted Pair, dann hat man meistens eine Gigabit Ethernet Verkabelung. Beim Lichtwellenleiter, weil können wir ein Gigabit haben, weil, oder wir können noch weitergehen, wir können auch 10 Gigabit dann haben. Gell? Also 10 Gigabit ist dann schon ja, wirklich eine große Leistung, es wird halt auch empfindlicher. Gell? Mhm. Ja, das sind die zwei häufigsten Kabel. Und dann haben wir noch einen, der ist vielleicht nicht so häufig, aber für speziellen Einsatz oder wenn man auch zu Hause an den privaten Bereich denken, da gibt es den Einsatz mit der sogenannten Powerlan, gell? Also wenn wir ein Netzwerk dann eben machen und dieses Netzwerk über die Stromleitung dann laufen lassen, das nennen wir dann Powerlan. Gell? Weil jemand hat vielleicht auch mal Homelan gesagt, und wie funktioniert denn das? Weil das funktioniert, hier sehen wir so ein Beispiel, gell? Also das funktioniert, indem man dann zwei Adapter irgendwo auf zwei Stecker, in zwei Stecker steckt und dann kann man da dran die Netzwerkkabel dran stecken und das Stromnetz zwischen den beiden Adaptern, oder hier haben wir drei liegen, gell? Das Stromnetz dazwischen wird dann Teil des Netzes, wir übertragen dann über das Stromnetz. Und ja, das ist interessant, gell? Also im privaten Bereich wird es oft verwendet, um eben einen sogenannten Range Extender für das Wireless-Netz zu versorgen, gell? Also wenn das Wireless-Netz nicht jede Ecke in der Wohnung gut erreicht, dann fährt man ein Stück über Stromnetz und dann kann der Range Extender dann dort eben eine weitere Zelle betreiben und man hat dann eben ein größeres Wireless-Netz. Das ist eine sehr, sehr wichtige Anwendung. Gell? Oder man kann irgendwo hinkommen, wo man eben kein Netz hat, gell? Aber man hat Strom. Weil also das auch zum Beispiel im Bereich außerhalb des Gebäudes, gell? Wenn man Firmengelände irgendwo Netz hinbringen wollen, gell? Dann reicht es, wenn wir den Stecker mitnehmen und durch den einstecken. Gell? So, schön. Gell?
Aber es hat eine Einschränkung. Es hat eine Einschränkung und zwar, es funktioniert, solange wir im selben Stromkreis sind. Also wenn wir Stromkreis wechseln, dann ist vorbei. Also wir können dann nicht einmal auf den 10 Ampere und einmal auf den 16 Ampere Stromkreis, also einmal Licht und einmal Kraft, die verschiedenen Adapter da draufstecken und das war's dann. Oder wenn wir ein Haus haben und wir haben da über Stockwerke getrennt verschiedene Stromnetze, man hat also zwischen dem einen Stock und dem anderen Stock sind dann Sicherungen vielleicht dazwischen geschalten. Wenn das der Fall ist, die Sicherung dämpft, gell? Also ja, mit der Sicherung vielleicht geht noch was rüber, aber ist halt nicht mehr zuverlässig, gell? Also wie gesagt, das funktioniert eigentlich recht gut, aber wir müssen im selben Stromnetz sein. Und ja, da gibt es auch manchmal die Fragen, ja, wie sicher ist das Ganze, gell? Also kann da der Nachbar mithören, gell? Oder kann jemand im Keller unten anstecken und da mal hochen, was wir oben übertragen, gell? Also ja, theoretisch vielleicht schon, gell? Also wer die Ausstattung eines Snowden hat, gell? Also Edward Snowden, der kann das sicher, gell? Aber ich kann das nicht, gell? Also nein. Also es ist wahrscheinlich einfacher, ein WLAN-Netz zu cracken, gell? Als ein Powerline, wenn man außerhalb der Wohnung ist, gell? Also wenn man nicht Zugang zu diesem Stromnetz hat, gell? Ja, also das wären die wichtigsten Übertragungstechnologien im LAN, gell? Also Twisted Pair, der Kupferkabel, dann Lichtwellenleiter, Powerline und Wireless. Das wären die vier Technologien, gell? Und zusammenfassend, gell, wo findet man es in Gebäuden? Kleine Wohnungen, Büros oder auch größere Gebäude, gell? Mhm. Ja, noch eine einfach Leistungseigenschaften haben wir schon gesagt, gell? Also wir haben gute Übertragungsgeschwindigkeiten, gell? Typischerweise Gigabit, gell? Aber wir können auch mehr haben, gell? Man hat gute Latenzzeiten, weil wir sagen, der Ping ist klein, gell? Also wir können hier wirklich ja, sehr gute Anwendungen dann damit auch implementieren, gell? Wir können den Dateiserver sehr gut implementieren und wir können dann auch von einem Client aus, typischerweise von einem PC, auf dem Dateiserver arbeiten und haben also die Dateien nicht auf der eigenen Festplatte, sondern auf dem Server, weil also solche Sachen funktionieren, weil wir eine gute Übertragungsleistung haben und niedere Latenzzeiten, gell? Also das LAN ist prädestiniert für solche Sachen, gell? Ja, noch eine Eigenschaft, und zwar, wie viel Daten dürfen wir in Summe übertragen? Gibt es eine Beschränkung, gell? Ja, wenn wir ein Handy haben, haben wir vielleicht 10 GB pro Monat, die wir übertragen dürfen, oder 30 oder 50, gell? Jemand vielleicht auch mehr. Ja, und wie schaut es denn im LAN aus? Gibt es im LAN auch eine Grenze? Und die Antwort ist natürlich nicht, gell? Also das ist auch eine tolle Sache. Wir haben also im LAN die Möglichkeit, schnell zu übertragen und es ist ja unser Netz und in unserem Netz tun wir, was wir wollen, gell? Also solange es erlaubt ist. Und dazu gehört auch, dass wir sehr, sehr viele Daten übertragen können und dass da nicht abgerechnet wird, gell? Ja, das sind die wichtigsten Eigenschaften der LANs, gell? Ja, die Frage ist jetzt, was passiert, wenn? Was passiert, wenn wir nicht ein Gebäude haben? Was passiert, wenn wir zwei Gebäude haben, gell? Ja. Dann müssen wir Kabel legen, gell? Und welche Kabel legen wir dann? Dann müssen wir die Gebäude vernetzen, oder sind wir jetzt schon zu weit, gell? Und da gibt es etwas, das nennt jemand City Area Network, gell? Also mir gefällt der andere Begriff besser, der Campus Area Network, gell? Warum Campus, gell? Also es gibt vom Begriff der Universität, gell? Wenn wir auch in Bozen sind, dann gibt es ja fast ein Universitätsviertel, gell? Also zwischen Universitätsplatz, Sarnesi-Straße, Leonardo da Vinci-Straße, Sparkasse-Straße, die alte Spitalgasse, gell? Also da haben wir ein ganzes Viertel, wo die meisten Gebäude zur Universität gehören. Aber es ist nicht ein Gebäude, sondern es sind viele, gell? Und wir haben nicht ein LAN, sondern mehrere. Und was machen wir dann? Dann müssen wir sie verbinden. Und die Verbindung von mehreren Gebäudeverkabelung kann man dann Campus Area Network dann nennen, oder jemand sagt auch City Area Network, gell? Also die
Gebäude der Universität dort hier in diesem Block, gell, die sind alle benachbart, aber die Universität hat auch ein paar Gebäude, die sind nicht direkt dort, die sind ein bisschen weiter weg, die sind am Ende des Dominikanerplatzes, gell. Und ja, was macht man dann, gell? Also da geht man Kabel ziehen, gell? Und dieses Kabel ziehen, gell, das ist dann nicht mehr so einfach, gell? Also kann man nicht einfach beim Dominikanerplatz ein Loch machen und dann Kabel da runterlegen, gell? Also da muss man um Genehmigung fragen, gell? Die Gemeinde ist dann, ja, der Platz gehört der Gemeinde und da muss man die Gemeinde fragen und dann wird man das schon bekommen, die Genehmigung, gell? Muss vielleicht eine Kaution bezahlen und dann geht man Kabel verlegen, gell? Und diese Kabel sind dann wertvoll, weil die verkabeln dann die verschiedenen Gebäude der Universität, die dort im Block sind und die dann auch etwas außerhalb sind, gell? Ja, hier steht bis maximal 5 Kilometer, gell? Also das ja, wollen wir mal da dahingestellt sein, gell? Mit 5 Kilometer könnte man ganz Bozen dann versorgen. Also das Problem ist dann vielleicht nicht immer nur die Länge der Kabel, sondern was dort alles dazwischen ist. Gell? Also man kann da nicht einfach buddeln gehen. Also wenn ein Betrieb in Bozen mehrere Filialen hat, kann man nicht einfach zur Gemeinde sagen, zum Bürgermeister, du morgen komme ich mit die Backer, gell? Und dann weißt du schon, dann geht's auf, gell? Dann sagt der Bürgermeister, na, mal langsam, gell? Also das geht dann nicht so einfach, gell? Also wenn die Hürden nieder sind, dann kann man es meistens schon implementieren, gell? Aber wenn man ja das eigene Gebäude verlässt, wenn man vor allem fremde Gebäude oder Grundstücke oder öffentliche Grundstücke irgendwie überqueren muss, dann wird es schwierig, gell? Hey, also Campus Area Network vernetzt also einzelne LANs, gell? Vor allem mit Kabel, gell? Also auch Lichtwellenleiter in erster Linie. Aber wir könnten auch andere Technologien verwenden, weil also wir könnten zum Beispiel Richtfunk verwenden, weil also ja, müssen mit ihren Telekommunikationslehrern oder Lehrerin sprechen und ja, die werden doch da erklären, das geht nicht so einfach, kann man nicht nur einfach so durch die Gegend funken, gell? Also muss man da schon die richtige Funkerlizenz haben und dann, ja, dann darf man vielleicht oder man geht Frequenzen kaufen, gell? Also ist alles nicht so ohne, gell? Und vor allem ja, ein WLAN zu Hause darf man machen und wenn man halt außerhalb der Wohnung noch ein bisschen Strahlung hat, dann schimpft niemand mit uns. Wenn wir aber durch die Gegend funken, wenn wir am Dach oben so eine Richtfunkantenne aufbauen und da mal irgendwo hinfunken zum Nachbar hinüber, weil das können wir nicht nur so machen, weil da müssen wir dann schon aufpassen, weil also da müsst ihr mit euren Telekommunikationslehrern sprechen, die wissen da, wie das besser wie das genau funktioniert, gell? Okay? Ja, also Kabel, Richtfunk und es gibt eigentlich schon noch eine Technologie, die sehr vielversprechend sein kann, und zwar die Lasertechnologie, gell? Wenn man also von Dach zu Dach mit Laser kommuniziert, gell? Also das wäre zwar eine sehr tolle Sache, hat auch eine gute Leistung, gell? Ist ein bisschen empfindlich, gell? Und man hat da eigentlich letztendlich nicht mehr viel gehört von dieser Entwicklung, gell? Aber ja, wäre eine Möglichkeit. Ja. Was hat denn das Campus Area Network mit dem LAN noch gemeinsam? Gell? Also gemeinsam ist vor allem, dass es noch ein privates Netz ist. Gell? Also das LAN gehört jemand und ja, das CAN gehört auch jemand. Also den Betrieb, zu dem auch sein Sitz und die Filialen gehören, gell? Oder auch der Universität. Gell? Also es gehört an jemanden. Gell? Also es ist nicht ein öffentlicher Betreiber, der dieses CAN hat. Gell? Das ist nicht ja, jetzt wollen wir die Namen nicht nennen, gell? Okay, ja, auf jeden Fall, das ist dann nach dem LAN das Größte, also die Verkabelung der LANs. So, kommen wir jetzt zu einem Netzwerk, das nicht mehr privat ist. Das ist dann das sogenannte MAN, das Metropolitan Area Network, gell? Und ja, das schaut jetzt so nach, ja, nach Stadt aus oder so, weil und das sollte es eigentlich auch, weil dieses Metropolitan Area Network ist ein Netzwerk, das nicht einen privaten Eigentümer hat, der für sich selbst ein Netzwerk eben betreibt, sondern es ist ein Anbieter von
Infrastruktur, Kabelinfrastruktur, der dann diesen Netzdienst ja, zur Verfügung stellt und den man dann eben normalerweise mit der monatlichen Abrechnung benutzen kann. Weil, und ja, solches Metropolitan Area Network kann, also hier stehen 100 Kilometer mal so als Richtwert, gell? Aber das kann kleiner sein, es kann auch groß sein in Südtirol, weil in Südtirol hat es vor Jahrzehnten eine, ja, die Idee gegeben, gell, dass man in Südtirol ein Telekommunikationsunternehmen aufbaut, das dann Telefonie geboten hat, aber eben auch Networking. Gell. Und ja, dieses Telekommunikationsunternehmen hat damals dann Kabel verlegt. Gell. Es hat dann auch öffentliche Unterstützung bekommen und hat ja, in vielen Orten Glasfaserkabel verlegt. Und ja, öffentliche, ja, öffentliche Einrichtungen oder auch Betriebe konnten also über diese Kabel dann untereinander eine Vernetzung herstellen. Und es war vor Jahrzehnten schon möglich, zum Beispiel eine 100 Megabit Leitung zu bekommen in dieses Netz. Und das war ja fabelhaft, also 100 Megabit in dieses Netz. Und da konnte man dann zwischen zwei Filialen oder ja, öffentlichen Körperschaften auch in 100 Megabit kommunizieren. Das war ja toll, weil also heute haben wir Megabit, geil, aber halt damals war 100 Megabit eine aufregende Sache. Wir haben vor allem bedenken, dass die Internetzugänge vielleicht im Megabit-Bereich waren. Geil. Also so 1 Megabit ins Internet mit ADSL-Technologie und 100 Megabit ins Glasfasernetz dieser, ja, dieses MAN-Anbieters. Geil. Ja, das hat es nicht nur in Südtirol gegeben, das hat es auch anderswo gegeben. Geil. Und ja, aus den Anbietern sind dann manchmal auch große Anbieter geworden, gell, die heute so richtig tolle Player sind. Aber ja, was bekommen wir? Wir haben die Möglichkeit, also mit einer hohen Leistung in diesem Netz zu arbeiten. Und was man auch hat, man hat die Möglichkeit, ja, ins Internet zu gehen über solche Netze. Gell? Also nur um Filialen zu vernetzen, wird heute niemand mehr sowas eben anschaffen, gell? Also der Zugang ins Internet ist mit Teil eines solchen Angebots. Ja, was hat es in Südtirol noch gegeben, gell? Also zwei kleinere Städte haben da solche Sachen gemacht, gell? Also in Brixen, weil in Brixen die Stadtwerke haben eine Vernetzung für Brixen und also mehrere Umgebungen, wo sie halt hingekommen sind, dann vorgenommen. Und ja, und in Bruneck hat es ein interessantes Projekt gegeben, und es war das Projekt, die Brunecker mit Fernwärme zu versorgen, gell? Also das warme Wasser, gell? Und ja, warmes Wasser ist eine tolle Sache, und kann man dann im Winter, wenn es im Busch total kalt ist, hat man es dann zu Hause schön warm. Und ja, die haben da schon die Idee gehabt, wir könnten mit der Wasserleitung ja auch gleichzeitig die Möglichkeit schaffen, dass wir da Glasfaser dann ja, in die Häuser von Bruneck bringen. Und das haben sie gemacht. Also wenn wir da mal schauen, ich glaube, dass da genau das ist. Also wir haben da also eine Leitung, halt, das ist jetzt eine Wasserleitung, weil also das Bild kommt irgendwo von Wikipedia. Und hier hat man die Möglichkeit, Wasser ins Haus zu bringen, und man hat gleichzeitig die Möglichkeit, einen Glasfaser dann ins Haus zu bringen. Gell? Also mit einmal buddeln, zwei Dinge in einem Schlauch verlegen. Gell? Also das haben sie da in Bruneck gut gemacht. Gell? Und ja, in Bruneck und in Brixen hat es auch solche Stadtwerke gegeben, und eben dann hat es vor ein paar Jahren mit diesem Betrieb, der also MAN und auch Telekommunikation in Südtirol angeboten hat, einen kleinen Konflikt gegeben zwischen Provinz und dem Betrieb. Und es hat dann eine Loslösung gegeben, gell? Also die gesamte Netzwerkinfrastruktur, also nicht die Telefonie, aber die Netzwerkinfrastruktur im Sinne der Glasfaserverkabelung, gell, ist heute in Südtirol dann öffentlich, und gemeinsam mit auch das, was eben zum Beispiel in Brixen oder Bruneck oder auch in anderen Gemeinden geschaffen worden ist, hat heute Südtirol eine Glasfaserinfrastruktur. Und ja, das ist immer noch im Ausbau, weil, aber man hat hier große Fortschritte gemacht, und das, was man eben Metropolitan Area Network nennt beim
ja, im Bereich der Netze, weil das nennen wir in Südtirol dann oft einfach, ja, das Glasfaser ist gekommen, geil, also das Glasfaser ist gekommen, weil da heißt, es ist unser Südtiroler Mann, geil, also ja, vielleicht etwas mehr als 100 Kilometer dann. Mhm. Ja, also wir haben schon gesagt, Glasfaser, das ist die, ja, die wichtigste Technologie, um das zu machen. Neben der Glasfaser gibt es aber noch was anderes, und zwar ist das, was man WiMAX nennt. Gell? Und dieses WiMAX, das ist dann eine Funktechnologie. Gell? Und zwar ist eine Funktechnologie, das ist ja mit dem WLAN verwandt, aber es kommt also nicht bis zum Laptop. Gell? Also, und zwar ist eine Funktechnologie, bei der man irgendwelche Umsetzer dann aufstellt, und diese Umsetzer, die versorgen dann Gebiete. Gell? Oh, so, ach, jetzt kommt die Werbung. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wir haben Umsetzer. Und vom Umsetzer kommen wir dann zum Haus, aber nicht ins Haus. Gell? Also, weil, wenn wir da über elektromagnetische Strahlung da nachdenken, gell? Wenn wir also aus dem Haus vom Laptop bis zum Umsetzer funken müssten, das wäre dann schon ein bisschen viel. Ja, das ist das, was man im Mobilfunkbereich macht. Da braucht man eben auch höhere elektromagnetische Leistungen, um zu funken. Das ist dann auch der Grund, warum jetzt viele über 5G schimpfen. Gell? Also wenn man viel funkt und das eben bis zu einem Umsetzer, dann braucht es mehr Leistung. Gell? Aber WiMAX funktioniert meistens so, die Funkverbindung läuft nicht bis ins Haus hinein, sondern bis zum Haus. Gell? Also hier sehen wir, hier ist eine Box an der Hausmauer. Gell? In Südtirol hat man dann auch Lösungen gehabt, wo man dann auf dem Dach oder auf dem Balkon sowas montiert hat, und von dort weg funkt man dann bis zum Umsetzer. Gell? Und dieses WiMAX hat es in Südtirol vor Jahren auch öffentliche Förderungen gegeben. Gell? Und hat es eine erste Ausschreibung gegeben, die war dann etwas schwierig, gell? Da hat der Anbieter ein paar Probleme gehabt, gell? Also Südtirol, Land der Berge, gell? Und ja, und je mehr Hügel wir haben, gell? Umso schwieriger wird es dann auch, das dann auch abzudecken, gell? Also die Versorgung zu gewährleisten. Gell? Und die zweite Ausschreibung, ja, war dann auch ganz gut, gell? Aber letzthin geht dann sehr viel in Richtung Glasfaser. Und was interessant ist, gell, es gibt einen privaten Anbieter, der in Südtirol inzwischen sehr präsent ist, und ja, das kommt aus Norditalien und ist in vielen Orten eben auch erreichbar, gell, also auch in Südtirol. Und ja, also ist eine Technologie, die es gibt, die nicht so viel Anhänger hat wie ADSL, gell, aber es gibt eben gerade in Südtirol, wo nicht jede Ecke mit ADSL oder mit Glasfaser versorgt ist, dann auch eine gute Lösung. Gell? Ja, und damit kann man dann das dann machen, was ich gerne eigentlich als Mann noch bezeichne. Gell? Der andere sagt, von ist nicht Mann, das ist dann schon das nächstgrößere Netz. Gell? Okay, ja, also kommen wir da nochmal zurück. Wo waren wir da? Da, Mann. Okay, also das Metropolitan Area Network. Gell? Ja, was ist denn vielleicht noch interessant, es ist nicht so groß, man kann im MAN sehr viel Datenverkehr erzeugen, man kann innerhalb des MANs dann auch vielleicht unbegrenzt Datenverkehr erzeugen. Und dieses unbegrenzt Datenverkehr erzeugen, und das ist wichtig, es ist wichtig, wenn wir also zwei Sitze haben und wir haben zum Beispiel einen Dateiserver. Gell? Also wenn wir an unsere Schule denken, die Schule hat Dateiserver für die Didaktik, die stehen in der Schule. Gell? Also die sind übers LAN dann mit den PCs verbunden. Aber die Verwaltung hat keinen eigenen Dateiserver mehr. Der Dateiserver ist dasselbe wie für andere Schulen auch, der steht irgendwo, und über das MAN, über die Glasfaser des MANs, können sich also alle im Sekretariat mit dem Dateiserver dann verbinden. Gell? Und das funktioniert eigentlich gut. Gell? Also man spürt manchmal, dass die Latenz ja, nicht so toll ist. Gell? Es gibt Momente, da gibt es halt so einen kleinen Huster. Also, gell? Also, ja. Und ja, da wartet man halt mal ein paar Sekunden und dann geht es schon wieder. Gell? Im LAN passiert das normalerweise nicht. Gell? Also die Latenz im LAN, natürlich, wenn es überlastet ist, dann ist
sowieso vorbei, gell? Aber solange es nicht überlastet ist, hat man dann solche Sachen im Land nicht, gell? Im Mann kann es passieren. Aber es ist eine tolle Idee, gell? Also wenn wir im Sekretariat sind, wir haben da ja, 10, 12 PCs stehen, gell? Und wenn man es da statt einen eigenen Dateiserver für jede Schule dann halt ein paar für alle Schulen dann aufstellt, dann kann man sehr, sehr viel einsparen und vor allem die Verwaltung ist dann zentral und wer das verwaltet, der kann es dann direkt dort machen. Der muss also nicht mehr zu uns in die Schule und sonst wohin in die Schule, weil der wandert dann etwas weniger, gell? Okay, ja, das ist dann also das. Mann, schauen wir mal, haben wir unter. Okay, ah ja, wie schaut denn die Leistung aus, gell? Ja, die Leistung innerhalb des Mans, haben wir gesagt, die kann sehr gut sein, gell? Also wir können da auch innerhalb des Mans ein Gigabits heute haben, gell? Aber eben die Latenz ist schon höher, gell? Also der Ping ist schlechter als im LAN, gell? Also das ist Tatsache. Ja, kommen wir zum nächsten größeren Netz. Und das nächstgrößere Netz, das nennt sich Wide Area Network. Also das Wide, das ist jetzt wirklich ein großes Netz. Das könnte also ein sehr großes Netz sein, nicht nur ein großes Netz. Gell? Und ja, dieses WAN, da können wir auch mehrere haben, gell? Und ja, das WAN, wofür brauchen wir das WAN heute, gell? Also das WAN, das ist heute oft ein Teil der Infrastruktur dessen, was wir Internet nennen, gell? Also Internet, das ist ja dieses Verbundnetz aus allen Netzen, die da irgendwo verbunden sind zwischen Teilnehmer, Server und alles, was da drinnen ist, gell? Also ist ein, ja, ist ein Unding, gell? Und WAN ist ein Teil, gell? Also da. Und die Frage ist jetzt, ja, warum ist WAN nur ein Teil? Warum gibt es nicht ein großes und das war's dann, gell? Ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir ja, verschiedene Länder haben, verschiedene Sitten, gell? Und ja, da kommt nicht einer her, gell? Und kommt noch zu uns, gell? Und sagt, ah, jetzt werde ich euch da mal Networking machen, gell? Das geht nicht, gell? Und genauso auf der anderen Seite des Brenners kann man nicht hingehen und da einfach Networking machen, gell? Also, auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Brenners, da gelten verschiedene Gesetze. Und das ist dann auch oft die Grenze des WANs. Gell? Also ein WAN, das ist ein großes Netz. Und Enden, ja, Enden tut das Netz sehr häufig an der Ländergrenze. Also wir haben heute ja die Europäische Union und wir haben sehr vieles gemeinsam. Gell? Und ja, aber was wir noch nicht gemeinsam haben, wir haben kein gemeinsames Telekommunikationsnetz. Und so enden die WANs, gell, also die weiten Netze, normalerweise an den Ländergrenzen. Gell. Also die, ja, ein solches WAN ist heute dann eben nicht mehr nur für sich selbst, sondern es ist Teil des Internets und die Grenze ist dann eben das Land. Gell. Man muss sich dann an die Gesetze halten, die in diesem Land gelten. Man muss bestimmte Auflagen erfüllen. Man hat dann auch bestimmte Lizenzen, die man vielleicht kaufen muss. Gell? Und dann kann man ein solches WAN betreiben. Gell? Ein solches WAN, gell, das ist dann ein, ja, ein Netz, in das man sich einmieten kann, weil, wo man mitmachen kann. Also, und das Ziel ist meistens, dass man ins Internet kommt. Gell? Also, während man beim WAN manchmal davon spricht, ja nicht das Internet ist das primäre Ziel, sondern die Vernetzung im WAN, weil hat man beim WAN dann normalerweise eben das Ziel, ins Internet zu kommen und die Dienste im Internet zu benutzen. Weil, ja, das ist dann eben das vom WAN. Und, ja, und so kann man dann halt eben große Anbieter, die dann auch entsprechende finanzielle Mittel haben, finden, die solche WANs aufbauen. Gell? Und wer sind denn diese Anbieter? Gell? Also diese Anbieter, die eben solche Netze bauen, sind oft auch die, die in der Vergangenheit Telekommunikationsdienste angeboten haben. Gell? Also wer früher der Monopolist war, ist irgendwann mal privatisiert worden, sowohl im Ausland, also im näheren Ausland, als auch bei uns in Italien. Und da ist heute ein Privatunternehmen und bietet nicht nur Telefonie, sondern auch Networking an. Gell? Und so gibt es eben die großen Anbieter für WANs.
Ja, und noch ein Unterschied zum WAN, gell? Also der Datenverkehr im WAN. Ja, der Datenverkehr ist normalerweise nicht unbegrenzt, gell? Also wir als Privatkunde, wir bezahlen sehr häufig einen Fixbetrag. Und dieser Fixbetrag, der erlaubt uns dann halt im WAN zu arbeiten und auch ins Internet zu gehen. Und wenn wir zu Hause übers Festnetz einen Zugang haben oder über Glasfaser, dann gibt es da eigentlich nur eine Zeitabrechnung. Also wir zahlen da monatlich einen bestimmten Betrag und können dann arbeiten, weil, und wir meinen so viel wir wollen. Weil wenn wir aber die Verträge anschauen, da steht dort meistens, dass wir nicht arbeiten können, wie viel wir wollen. Dass wir also nicht unendlich viel Datenverkehr erzeugen wollen. Gell? Und ja, aber was heißt denn das jetzt? Das heißt also, im Vertrag steht da vielleicht, es ist eine angemessene Benutzung erforderlich. Gell? Aber was ist denn jetzt angemessen? Gell? Also, ja, angemessen kann schon sein. Ich kann meine Post lesen, ich kann auch Streaming machen. Gell? Also, ich kann dann, ja, also, ja, Filme übers Internet oder auch Musik übers Internet holen. Das darf ich alles machen, gell? Aber wenn ich dann meine Leitung, gell, da voll mache und wenn ich da File-Sharing mache und vielleicht die ganze Woche File-Sharing mache und immer File-Sharing mache und immer die maximale Leistung abfordert, dann bin ich eigentlich über der Grenze, gell? Und ich muss da sagen, also unsere Anbieter in Italien sind da eigentlich mit solchen Benutzern meistens sehr gnädig, gell? Weil sie eigentlich selten hört man, dass jemand verjagt wird als Kunde, gell? Aber wir haben in Italien ein anderes Phänomen eben kennengelernt und haben uns daran gewöhnt, dass wir im Mobilfunkbereich Datenpakete mit einer Grenze bekommen, gell? Also wir haben monatlich 10 Giga, 20 Giga, 30, 50, 100 Giga, gell? Aber nicht mehr, gell? Und da weiß jeder, das kostet Geld, gell? Und die Abrechnung des Datenverkehrs dann im WAN und vor allem zwischen den WANs, das muss bezahlt werden, gell? Und das zahlt dann jemand. Und wenn man heute 20 oder 30 oder 40 Euro pro Monat für einen Internetzugang bezahlen, da fließt ein Teil davon in den Datenverkehr, den wir erzeugen, gell? Und wenn jemand ja, viel Datenverkehr erzeugt, ja, dann ist er halt ein böser Junge. Wenn jemand wenig Datenverkehr erzeugt, dann gehört er zu den Kunden, die dann der Betreiber gerne hat. Gell? Also, ja, die Technologie, gell? Also die Technologie im WAN, gell? Ja, das ist eine Welt für sich. Gell? Also es gibt Leute, die das machen, gell? Und ja, von unseren Absolventen vielleicht weniger, da landen mehr im LAN-Bereich oder im MAN-Bereich, gell? Oder ist eine eigene Welt, gell? Also eine Welt für sich, gell? Die man nicht nur so einfach um die Ecke da im Kaufhaus, gell? Oder da ja, dort einkaufen kann, gell? Okay, also ist eine ganz eigene Welt. Aber das, was wir sehen und was wir kennengelernt haben, das ist die Schnittstelle. Die Schnittstelle in dieses Netz. Und ja, da haben wir die verschiedenen Phasen eben durchlebt. Gell? Also die Phase des analogen Internets mit einem analogen Modem, gell, wo wir Kilobit pro Sekunden gehabt haben. Gell? Oder im Mobilfunkbereich GPRS sehr, sehr langsam war es. So langsam, dass es niemand benutzt hat. Gell? Und ja, später ist dann schneller geworden, gell? Also im Telekommunikationsbereich des ISDN, gell? Also das erste digitale Telefon mit der Möglichkeit, zwei Telefone zu haben und zwei Datenleitungen, gell? Mit 64 Kilobit pro Sekunde. Oder dann, ja, dann ist ADSL gekommen. ADSL war dann furchtbar schnell. Also ja, ist man plötzlich 10-mal so schnell gewesen. Das war ein richtiger Quantensprung. Und ja, und dann ist man dann halt noch mal ein bisschen schneller geworden mit ADSL und dann ist das mit den Glasfasern gekommen und mit diesen Fiber to the Home oder Fiber to the Cable, Kabin, also da ja, Glasfaser bis zur Telefonkabine auf der Straße unter dem Kondominium und dann der letzte Meter ist dann das alte Kupferkabel, gell? Oder Fiber to the Home, gell? Also das Glasfasernetz bis in unseren Keller verlegt wird. Gell?
Ja, und im Mobilfunkbereich, da haben wir auch die verschiedenen Phasen gehabt, gell, also GSM, GPRS, gell, also furchtbar langsam. Ja, vergessen wir es, Geschichte. Und dann ist das 3G gekommen, UMTS, gell, also es war dann eine aufregende Sache, das ist plötzlich dann brauchbar geworden, gell. Und ja, und dann ist dieses, ja, dieses 3,5G gekommen, das ist dann auch schon nochmal besser geworden, dann ist 4G, LTE, das war dann wirklich toll. Und morgen werden wir es 5G haben, weil, ja, so war es uns erlaubt ist, gell, also 5G, ja, das ist dann nicht nur schnell, soll dann auch zuverlässig sein, gell, und das soll dann ein zuverlässiger Ping sein, das ist eine Wunderlandschaft, gell, also, ja, schauen wir mal, ob es so schön wird, gell. Also, viele sind auch skeptisch und sagen, wenn da so viel übertragen wird, das braucht mehr Energie, gell, da braucht es mehr Umsetzer und die Strahlung wird uns belasten, gell, also, ja, also wenn man direkt in der Strahlung sitzt, ist vielleicht nicht gut, gell? Und ja, wie wird es in Summe sein? Also in Summe wird die Belastung ähnlich sein wie heute. Gell? Also die Frequenzen werden etwas höher sein, das stimmt. Die maximale Spitzenenergie scheint auch etwas höher zu sein, aber die Belastung in Summe wird ungefähr gleich sein, gell? Schauen wir mal, natürlich, wenn alle dann 5G benutzen, niemand mehr ein Fixtelefon oder ein Glasfaser, dann schauen wir mal, was sich ergibt, gell? Also wenn, ja, okay. Ja, also, da sind die Wands, gell? Also wichtig, die, ja, die Ausdehnung, gell, geht oft bis zu einer Ländergrenze, gell? Ja, und der Datenverkehr wird abgerechnet. Wie schaut es mit der Leistung aus? Gell? Also die Leistung ist dann sehr häufig nieder als im Mann. Gell? Der Ping wird noch etwas schlechter. Und ja, und die Abrechnung eben der Daten. So, ja, die Frage ist, das jetzt das größte Netz? Gell? Ja. In den Netzklassen, die wir anfangs gesehen haben, gell? Da war das WAN das größte Netz. Gell? Auch weil es dieses internationale Internet erst etwas später gegeben hat. Gell? Also da haben wir zuerst so, ja, Ländernetze gehabt und später haben wir die auch so vernetzt und dann ist überall Internet gekommen. Gell? Ja, wir haben vielleicht etwas freieres Internet. Es gibt auch solche, die haben weniger freies Internet. Gell? Aber diese Netze, die muss man verbinden. Und das ist jetzt dann das nächstgrößte Netz. Gell? Das ist das GAN. Das Global Area Network. Ja, und dieses GAN ist jetzt ein Netz, mit dem wir kaum in Kontakt treten. Also, aber wir benutzen es. Gell? Und das Netz, das GAN, das ist das Backbone, gell? Also Rückgrat der WANs. Gell? Also die WANs, die werden miteinander verbunden und das läuft dann über dieses GAN, also dieses Global Area Network. Und da sind ja viele Anbieter, verschiedene Technologien, eine ganze Geschichte dahinter. Gell? Und ja, dieses GAN ist wichtig und dieses GAN muss auch bezahlt werden. Und wenn wir vorher beim WAN davon gesprochen haben, dass wir den Datenverkehr bezahlen müssen, weil, dann stimmt das. Gell? Aber vor allem müssen wir eben diese Betreiber bezahlen, diese Global Area Networks, gell? Und dann ist natürlich die Frage, ja, wofür denn? Ja, wofür? Schauen wir mal. Also, es gibt, sagen wir vor allem eine, sowas auch noch eine zweite Möglichkeit, GAN zu betreiben, gell? Und zwar eine Möglichkeit ist eben, das über Satellit zu machen, gell? Also, ja, wir betreiben ja auch unseren Schulsatelliten, der ist, wir haben auch keinen Telekommunikationssatellit, gell, das ist kein, wir machen kein GAN, gell. Aber die GAN-Anbieter, die haben auch das mal gemacht, sie haben einen Satelliten gebaut, der ist dann größer als unser Schulsatellit, gell, und den haben sie dann in Orbit gebracht und da haben sie nicht einen, sondern haben sie viele dort oben und man kann über die kommunizieren, gell. Und ja, schön, gell. Oder auch nicht so, gell. Auf jeden Fall, das Kommunizieren mit Satellit hat großen Vorteil, gell. Und zwar, man sieht
den Satellit von überall aus, gell? Also überall, fast überall aus, gell? Also man kann damit dem Satellit sehr, sehr große Bereiche abdecken, gell? Man kann also einen Satellit auch zum Beispiel aus der Wüste, gell? Also Nordafrika ist Wüstenland, gell? Da kommt niemand mit der Glasfaser, gell? Aber wir sehen die Satelliten, gell? Also wir haben die Möglichkeit, also mit dem Satellit sehr, sehr viele Orte zu versorgen, gell? Das ist fein. Satellit hat auch Nachteile, gell? Also ja, man kann sehr einfach mit einer einfachen Infrastruktur von Satellit lesen, gell? Also jeder in Südtirol, der eine Sat-Antenne hat, der sieht es. Also die Infrastruktur kostet nicht sehr viel, um zu lesen, aber um zu schreiben, gell? Wenn wir also über Satellit lesen und schreiben wollen, ja, da müssen wir ein bisschen mehr investieren, gell? Und das ist jetzt das Problem, weil das macht das Ganze auch teuer, gell? Und wenn man das selbst bezahlen muss, gell, dann sind da schon mal einige 1.000 Euro gleich weg, gell? Also das ist dann nicht so einfach. Also einmal die Investition, um da mitzumachen. Und das zweite Problem ist dann auch ein bisschen die Leistung, gell? Also ein Satellit wird irgendwann gebaut, hat eine bestimmte Leistung, einen bestimmten Durchsatz, und das war's dann, gell? Und wenn der Anspruch an Daten mehr wird, gell? Also der Satellit ist immer dasselbe, das geht dann nicht, kann man nicht einfach nur mal so aufdrehen, gell? Das geht nicht. Und das andere Problem ist etwas physiologisch, gell? Und zwar der Satellit, der ist ja relativ weit weg, gell? Also da diese geostationären Satelliten da, ja, sind weit oben, gell? Und ja, ich habe sie da Physik gemacht und habe es da ausgerechnet, gell? Wenn man da mit Lichtgeschwindigkeit arbeitet, gell? Ja, das braucht seine Zeit. Wenn man da mit dem Satelliten kommuniziert und der schickt dann wieder was zurück, gell? Ja, da warten wir und das spürt man, gell? Also die Latenz, die ist groß und das ist schlecht für ein Ping, gell? Und das ist dann nicht nur fürs Spiel schlecht, gell? Das ist dann auch zum Beispiel für die Sprachübertragung nicht gut, gell? Und ja, das ist der Satellit, gell? Satellit spielt eine große Rolle, aber das eigentliche Backbone, wo viel, viel mehr übertragen wird und vor allem ja auch in den letzten Jahrzehnten immer mehr in die Richtung gegangen ist, das ist das Kabel. Gell? Und zwar, man spricht meistens vom Seekabel, aber es ist nicht nur das Seekabel, sondern es ist auch das Kabel, das eben über die Erde läuft oder unter der Erde dann gebracht wird. Und wenn wir da mal schauen, ja, also die verlegen da Telekurse, das war dann nicht Datennetz, was die gemacht haben, gell? Aber wir haben ja da mal geschaut in der Geschichte, gell? Also 1858 hat man das erste Unterseekabel verlegt, gell? Durch den unteren Atlantik, gell? Ohne Internet, gell? Man wollte morsen, aber nach ein paar Tagen war er kaputt, gell? Schade, 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 gell? Ja, aber es gibt dann auch schöne, oh, das ist jetzt da schön, gehen wir das mal groß machen, weil, also, so. Und, ja, das sehen wir da, gell? Also, die verlegen hier ein solches Kabel, ein Unterseekabel, das ist gewaltig, gell? Also, wenn man da bedenkt, wie weit man da so fährt, gell? Und welche Leistungen man da hat, gell? Also, das sind gigantische Investitionen, und da versteht man dann auch, dass solche Leistungen bezahlt werden müssen. Gell? Also das ist dann nicht mehr gratis. Gell? Und hier haben wir eine Karte. Das ist eine Karte von solchen Unterseekabeln. Und dann haben wir eine andere Karte Jahre später. Gell? Und ja, wenn wir das ein bisschen größer machen, da mal so, dann sehen wir, das Rückgrat des Internet, gell, das läuft eigentlich durch die Meere, gell, also die Verbindungen zwischen Europa und den USA, gell, oder auch die Verbindungen durchs Mittelmeer, gell, durch den Suezkanal weiter und dann eben bis in den asiatischen Raum. Das ist das eigentliche Rückgrat des Internet, gell, und das ist dann eben das, was wir das Global Area Network nennen. Gell? Also Global Area Network, riesige Investitionen, der Datenverkehr, der muss bezahlt werden. Gell? Und
Und das, was wir fürs Internet eben bezahlen, das geht dann eben auch in diese Netze, also zum Teil. Gell? Ja, also das sind jetzt die größten Netze. Die Frage ist, gibt es noch größere Netze? Gell? Also wir könnten es schon solche vorstellen. Gell? Also wenn wir den Mond mit uns vernetzen oder wenn wir interstellare Netze bauen, gell? Also wenn man da so Star Trek oder so, gell? Könnten wir uns da schon was vorstellen, gell? Aber die Wahrheit ist, dass das eigentlich das größte Netz ist. Mhm. Ja, also das war jetzt so eine Übersicht über das, was die Kategorisierung, gell? Also Klassifizierung der Netze ist, gell? Also das sind die Klassen, über die man heute am häufigsten spricht, gell? Aber wer weiß, was morgen alles kommt, gell? Also ich habe gesagt, Outdoor Area Network, gell? Ist vielleicht eine Netzklasse, die wir irgendwann mal treffen, gell? Okay, ja, dann wünsche ich euch gutes Studium und bis zum nächsten Mal.